Und wie war es im Kindergarten? Gut? Ah, sehr schön. Komm nach vorne, fahr zur Garage. Kommst du nicht so gut ran, dann müssen wir hier die Schraube mal einstellen. Ne? Packen wir eure Räder hier rein. Wir sind, glaube ich, 200 Tage oder 150 Tage im Jahr unterwegs. Da hat man dann halt nicht so viel mit der Familie zu tun. Klar, über FaceTime und sowas natürlich schon, aber es bleibt halt auch viel dann liegen. Die Zeit, die man dann zu Hause ist, die nutzt man dann natürlich. Ich war halt früh trainieren um 8, versuche ich dann halt loszukommen. Und dann halt so wie jetzt Mittagessen zusammen und so, das ist natürlich dann schon schön. Und meine Frau unterstützt mich natürlich auch sehr viel, gerade wenn ich halt auch mal lange trainieren fahre, dass sie dann mal sagt, okay, ruh dich mal eine halbe Stunde, Stunde aus auf der Couch. Und weil, ja, man sieht halt auch schon den Unterschied. Phil kommt nach Hause, hat halt frei und kann sich halt ausruhen. Und bei uns geht dann, sag ich mal, der zweite Alltag dann los mit den Kindern. Schneller! Und raus! Also ich versuche schon, wenn ich zu Hause bin und keine Rennen habe, dass ich einmal die Woche auf dem Gravelrad hier in Bocholt unterwegs bin. Weil gerade hier in Bocholt haben wir halt viele Sandwege, Schotterwege. Oder wir sind ja direkt in Holland, dort gibt es auch solche Wege. Oder hier, wir haben die alte umgebaute Radrennbahn. Ja, es ist einfach eine Abwechslung, man sieht andere Straßen, andere Wege. Wenn ich halt das ganze Jahr mit dem Rennrad unterwegs bin, ja, macht es auf jeden Fall vom Kopf her schon alleine Sinn, sich auf einem anderen Fahrrad zu bewegen. Und es macht einfach Spaß, dann halt kleine Hügel hoch und runter zu fahren. Oder halt auch teilweise fahre ich einfach los und fahre rechts oder links einfach in den Wald rein. Und das ist natürlich perfekt mit so einem Gravelrad, was halt mit dem Rennrad nicht immer zu machen ist. Ring, 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 ring! Letzte Runde!